Digga, Mann. Das ist der Kleber seines Vaters. Alter. Enchanté. Herzlich willkommen zurück bei US Easy Kitchen. Ich bin der Jo und hinter der Kamera ist der. Und Freunde, you know what time it is. It's time to get swifty. Oh yeah. You gotta get swifty. You gotta get swifty in here. It's time to get swifty. Freunde, Season 4 Rick and Morty steht an. Graham und ich sind Riesenfans und deswegen dachten wir uns heute die legendäre Szechuan-Soße von Rick and Morty. Bitte Rick! Ich hab mich in eine Gurke verwandelt, Morty! Boom, geiler Scheiß, ich bin eine Gurke. Was sagst du dazu? Ich kann das Video ja jetzt nicht alleine machen. Ich brauche ja meinen eigenen Morty, oder? Morty, ich würde mal sagen, komm mal bitte ins Bild rein. Hallo, hallo, hallo meine Freunde! Wer bist du denn? Heute im gelben T-Shirt da. Meine Hautfarbe ist ja auch gelb, aber egal, Freunde. Hier ist euer. Ja, eigentlich so sinnbildlich ist das schon Morty. Ich bin Rick, ich habe leider keinen weißen Kittel gefunden. So. Und Morty ist definitiv auch nicht so selbstbewusst. Also komm mal runter von deinem Schirm. Stimmt, ja, Mann. Nein! The only thing you're sure about is that you're stupid. Stupid! Freunde, zu der Szechuan-Soße machen wir natürlich auch. Ich wollte eigentlich ursprünglich selber Nachos machen, aber da wir in keinem Laden Mais mehr gefunden haben, dachte ich mir, wir machen es traditionell, machen direkt Chicken Nuggets dazu, oder? Was sagst du? Ich meine, die Szechuan-Soße gab es ja auch bei Mc's, also. Mit Chicken Nuggets. Deswegen ist das irgendwo selbstverständlich. So, für unsere. Komm mal kurz rüber, Pio. Für unsere Soße brauchen wir Balsamico, Sojasauce, eigentlich Pflaumenwein, den gab es auch nirgendwo. Sriracha, brauner Zucker. Ganz viel Knoblauch und Ingwer, das brauchen wir für unsere Soße. Und dann haben wir dann natürlich noch unsere Hähnchenbrust, das ist jetzt noch drin. Weil das machen wir dann, wenn unsere Soße steht. Und dann machen wir nachher Cornflakes-Panade dazu. Und ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Das wird Chokgesell, Bruder. Chokgesell. Ey, Molly! So, machen wir erstmal unseren Knoblauch. Wir machen unsere Sriracha-Soße, Sriracha sag ich schon, Szechuan-Soße natürlich selber. So, den Knoblauch erstmal klein machen. Dann natürlich brauchen wir unseren Ingwer. Solche Überreste für Schalensachen und sowas könnt ihr natürlich behalten, weil daraus kann man natürlich einen richtig geilen Ingwer-Tee machen. Gerade jetzt auch, die Zeit ist ja bekannt dafür, dass jeder Schnupfen hat. Morty, calm down. So, und den machen wir jetzt auch ziemlich klein. Ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt kein krasses Rezept dafür. Ich mache das jetzt alles Freestyle. Hab natürlich in der Form ein bisschen rumgeguckt. Ich habe die Soße natürlich auch noch nie gemacht. Aber ich habe so das Gefühl, das wird richtig sick heute. Oder was sagst du, Morty? Ah, nee, sag lieber nichts. Ich weiß es nicht. Ihr seht schon, das ist eigentlich ein ganz großer Haufen. Das wird nachher auch wieder rausgenommen aus der Soße. Hier geht es darum, eigentlich nur den richtig geilen Geschmack zu bekommen. Ich nehme jetzt hier einen Wok. Ihr könnt natürlich auch irgendeine andere Pfanne dafür nehmen. Aber ich finde, ein Wok ist für solche Sachen echt immer besser. Normal, Bruder! Ganz wenig Öl. Wirklich nur ein bisschen. So. Du schaust auf Wodka. Ganz wenig Öl. Also ich weiß nicht, was für ein Wok du hast, aber das dauert ja ziemlich lang, den aufzuwärmen. Also die Leute haben bestimmt morgen noch Schule oder sowas. Moin, Schule ist nichts für schlaue Menschen, das weißt du doch. Der Mock wockt. Der Mock wockt. Der Mock wockt. Oder der Wok mockt. Rein damit. Jetzt von der Temperatur wieder ein bisschen runtergehen, weil ihr natürlich alle so heiß seid. Say my name! Da geht es jetzt darum, erstmal die Röstaromen rauszubekommen. Und dann löschen wir das gleich ab. Und dann, sobald dann, sag ich mal, die meisten Zutaten da drin sind, können wir anfangen, unsere Chicken Nuggets zu machen, weil die dauern nicht lang. Echt entspannt. Und ich meine, es geht ja auch darum, ein bisschen Rick and Morty Futter zu haben, wenn jetzt hier am Sonntag die neue Staffel endlich anfängt. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe Rick and Morty echt lang nicht angeschaut, bis ich mit Graham zusammengezogen bin und er gesagt so, Bruder, wir müssen das jetzt angucken. So, du musst das jetzt angucken. Und ich bin froh, dass ich nicht so lange warten musste auf die neue Staffel wie die andere. So, sondern ich konnte halt zumindest drei am Stück angucken. So, jetzt nehme ich den Weißwein, klar, natürlich könnt ihr auch einen anderen nehmen. So, nur ein kleiner Sip. Jetzt lassen wir das kurz ein bisschen einreduzieren. Kleiner Sip? Das war safe ein kleiner Sip. Oder ein Rick-Sip. Halt, nein, der ist vermindert. Der kriegt nichts. Oh. Als nächstes haben wir dann noch Sojasauce damit rein. Wir salzen das Ganze oder würzen das Ganze gar nicht, weil die Sojasauce gibt ja schon das ganze salzige, den salzigen Geschmack ab. Ich bin echt übel gespannt auf die Soße, Mann. Du hast die auch noch nie probiert, oder? Nee, ich
Wann gab es die 1987? Irgend sowas. War das nicht dieses Mulan-Film-Preview-Ding? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, es war das. 1998 hatten sie für den Disney-Film Mulan so eine Aktion. Da haben sie eine neue Soße für die McNuggets zusammengerührt. Die Sichuan-Soße. Die war so lecker. Aber dann war Schluss. Ausverkauft. Eigentlich müsste ich jetzt noch die Portugang rausholen und mal kurz zu dem normalen Rick fetzen und ihm mal was davon abgeben. Ja, dann, let's fetz. Könnt ihr, Bruder. Dann hauen wir da jetzt noch ein bisschen Balsamico mit rein. Wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen Freestyle. Nur so ein bisschen. Aber ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr Wein reinmachen, dass es mehr Soße mal wird. Aber ich meine, Rick braucht ja was zu trinken. Richtig. Und, Freunde, oh ja. Oh ja. Oh, ja. Ja, muss auch nicht damit geizen, ne? Also, wir müssen noch Wein machen. Jetzt warte mal. Wir wollen jetzt ja erstmal die Grundsoße machen. Das lassen wir jetzt nebenbei ein bisschen köcheln. Oder besser gesagt einreduzieren, dass natürlich noch geschmacksintensiver wird. Und jetzt machen wir schon mal unsere Chicken Nuggets. Da kannst du jetzt auch anfangen, mal zu helfen. Ich bin ja da, um Deko ein bisschen chillen. Ja, du bist so nichts als wie wirklich Morty. Ja. Ja. In der Küche schon, Bruder. Ja. Ich weiß es nicht. So. Jetzt haben wir hier unsere Hähnchenbrust. Daraus machen wir uns jetzt unsere Chicken Nuggets. Wir sind jetzt hier wieder schön die ganzen Fettstücke. Das müssen wir natürlich alles wegschneiden. Zack. Da am besten immer das schärfste Messer nehmen, was ihr habt. Tschüss, das mockt richtig hart, Alter. Wem sagst du das? Ja, Mann, mein Beileid daran. Komm, nimm mal eine ganz tiefe Nase, Mordi. Ja, Mann, nimm mal eine tiefe Nase, Mordi. Nicht chemisch riechen, richtig riechen. Hey, du hast das schon einreduziert. Guck mal, wie dickflüssig das jetzt schon wird. Krass, und es ist noch nicht mal Zucker drin. Ey, ich mache mir Wein rein. Je öfters man das einreduziert, desto besser wird es. Das ist bei jeder guten Soße so. Das merkt euch das. Auch mal bei einer guten Jus. Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr wissen wollt, wie man eine richtige Bratensoße macht oder auch eine Jus genannt. Eine richtige Jus dauert an sich 2 Tage, um die richtig zu machen. Aber ihr könnt es auch, ich kann es euch mal zeigen, so eine 2 bis 4 Stunden Version. Wenn ihr mal darauf Bock habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber ich hatte da letzt schon ein Gespräch darüber. Und natürlich ist die Frage, wer sowas daheim auch wirklich dann macht. Naja, Weihnachtszeit kommt, da muss man vielleicht noch für die Family was kochen. Naja, oder Mutti kocht halt. Du musst es halt Mutti beibringen. Du darfst gleich die Chicken Nuggets schneiden, okay? Deine Aufgabe ist jetzt, aus denen immer schöne, gleichmäßige Stücke zu machen, die dann auch nachher aussehen wie Nuggets. Kriegst du das hin? Das sieht gar nicht so aus. Mach mal vor. Ein intergalaktisches Chicken Nugget. Ah, okay. Ja, komm, jetzt bin ich schon dabei. Deswegen, Alter. Deswegen. Hey, du machst es echt gut, Bruder. Was, er hätte es nicht hinbekommen. Seit wann sind wir Brühe, Alter? Ich bin der Opa, Mann. In einem anderen Universum bist du ja schon Blackman, Bruder. Nein, in jedem Universum hat ein Rick sein Morty. Richtig. Das hab ich doch. Ah ja, da hat jemand ganz viel Rick und Morty geguckt. Ich bin auch erst so bei der dritten Folge. Jetzt krieg dich mal ab, Mann. Dann schäm dich. Ich wollte gerade sagen, schau mal, Hashtag schäm dich mit in die Kommentare. Ich bin nur hier zum Essen, Alter. Und als Deko. Ja, das stimmt. Ja gut, das hast du gesagt. Also dazu muss ich jetzt nichts dazu sagen. Boah, wie krass das einreduziert. Aber ich probier's mal. Das Einkochen ist auch reduzieren. Und was macht dann der Zucker dann? Bindet es noch echt. Karamellisieren. Wieso kommt jetzt der Alkohol nochmal rein? Weil der verkocht oder so. Aber da geht es noch mehr, ein bisschen mehr Flüssigkeit zu bekommen. Und je öfter ich das einreduziere, desto intensiver wird das Ganze. Das ist jetzt schon extrem intensiv vom Geschmack her. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so extrem viel Soße. Deswegen, ich denke mal, das reicht so auf Sriracha-mäßig. Ist schon eine gute Schärfe dabei. So, jetzt machen wir uns mit Nuggets. Dafür brauchen wir die Pfanne. Kannst du mir mal bitte die Pfanne da oben geben? Ich soll dir die Pfanne da oben geben, oder was? Ja. Ja, komm! Ja! Boah, tschüss! Das ist er. Tschüss, Digga! Ja, einmal hat Morty was in seinem Leben erreicht. Dafür braucht ein Rick ein Morty. Richtig. Danke, Bruder! Danke! Bitte schön! Adios, Haseo! Du darfst jetzt die Eier aufschlagen. Eier! Wir brauchen Eier, Leute! Wir machen das die coolen. Du machst nicht wie die coolen, das ist ähnlich. Ein bisschen salzen. Ein bisschen Paprika. Ich mache jetzt hier an das Ei gleich unsere Gewürze ran. Dann müssen wir unsere Chicken gar nicht so krass würzen oder gar nicht würzen. Dann brauchten wir so eine kleine Tüte. Kann ich das machen? Knete. Aber vorsichtig, sonst reißt die Tüte. Bruder, alles okay. Unsere Chicken Nuggets kommen erstmal in Mehl. Die mehlieren wir jetzt erstmal. Morty, wie sieht's aus jetzt? Gucken, dass nicht zu viel Mehl auch dran ist. Dann ins Ei rein.
Alter, ist die krass einreduziert. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen mehr Flüssigkeit rein. Und dann kommt der Zucker mit rein. Also das ist schon viel, viel, was wir da reingehauen haben. Egal. Alkohol geht ja eh raus. Ja, eben. Leider. Und ich finde Freestyle-Rezepte eigentlich immer eher am geilsten. Ich werde schon unten in der Beschreibung ungefähr plus minus, wie viel das ist. Ich meine, ich kann das jetzt ungefähr abschätzen, aber so ein Grundrezept habe ich jetzt auch kein krasses Gutes gefunden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen Freestyle. Ist ja auch eine geheime Spezialsoße. Richtig. Aber du kannst die mal ein bisschen darin wenden und dann da drauf tun. Ja, hopp, auf geht's. Nicht einschlafen jetzt hier. Tempo jetzt hier. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in der Küche. Modi. Schön kleben. Gas geben. Das passt schon. Mehr. Überall. Das muss überall dran sein. Zack. Schön mit Gefühl. Zack. Junge, du schläfst ja ein beim Masturbieren hier. Leck mich am Arsch hier. Digga, das sieht schon echt sick aus, Alter. Und dann kommt schön. Wenn ihr denkt, das ist zu viel, noch mal ein bisschen mehr. Ich denke, ich meine gute Grundregel. Kenne ich nur beim... Ja, genau. Ja. So, das jetzt noch einmal ordentlich aufkochen lassen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Dann schmecken wir das Ganze nochmal ab. Muss mal gucken, aber ich denke, das wird dann soweit passen. Dann passieren wir das Ganze und dann ist unsere Soße eigentlich schon fertig. Und es wird auch schön dickflüssig. Also es wird jetzt nochmal, das Einreduzieren ist ja schon mal schön einreduziert, schön dickflüssig geworden. Und jetzt wird es durch den Zucker noch dickflüssiger. Das heißt, wir kriegen unsere richtig krasse Szechuan-Soße raus. Ich mache jetzt hier Öl und Butter rein. Wir wollen die ja ausbacken. Alter, die Soße. Zu krass, Alter. Das lassen wir jetzt nur nochmal auf Hälfte von der Temperatur. Da müsst ihr mal ein bisschen rumspielen. Wenn ihr merkt, dass die Soße am Boden ein bisschen, sag ich mal, reinbrennt oder ein bisschen anklebt, dann ein bisschen von der Temperatur runter, wieder schön rumrühren. Geil, 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 geil. Oder wie würde Rick sagen? Wabalabadabdab. Das ist schon so ein Sirup, Alter. Killer. Dicker. Kann man das oben irgendwie noch verwenden? Nee. Boah, Alter, man sieht das krank aus. Gönn dir mal einen Dip. Boah. Krank, oder? Krank, Alter. Boah. Chop wie selbst, Bruder. Chop wie selbst. Ja, da kann doch schon ein bisschen mehr Butter rein hier. Müssen mal richtig ausbacken. So, die backen wir jetzt aus. Bis dahin kühlt unsere Soße ab. Boah, wie geil die schon aussieht. Heftig, Mann. Ich brate die jetzt, kommt natürlich auf die Dicke drauf an. Die Dicke, die macht aber ungefähr bei der Dicke 2 bis 3 Minuten pro Seite. Dann sind die auf jeden Fall schon fertig. Die sehen jetzt auch schon recht gut aus. Nehmen wir uns einfach mal eins raus und schauen kurz, ob das schon fertig ist. Sicher, sicher. Also sieht gut aus. Ich mache auch ein bisschen immer diese Gefahr mit den Cornflakes, die brennen euch da, verbrennen euch da relativ schnell, wenn sie jetzt nicht am Chicken dran sind. Deswegen machen wir die kurz. Hat da jemand schlecht paniert? Ja, eigentlich schon, Alter. Eigentlich darf es nicht sein. Aber würde ich sagen, dass man das machen kann, damit man die Pfanne danach mit Wasser oder dass du kein Wasser danach rein machst. Ja, ja, auf jeden Fall kein Wasser. Kein Wasser in eine heiße Ölpfanne rein. Und dann probieren wir das Ganze gleich. Also ich würde sagen, jetzt müssen wir den ganzen Spaß natürlich noch probieren. Ja. Ah ne, warte. Das muss fair bleiben. Leute, ich gehe da rein. Das ist so ein Kleister, das ist unglaublich. Da sieht man das, wie krass es hilft, auch wirklich regelmäßig zu reduzieren, gerade bei Soßen. Unglaublich. Leute, ich tunk jetzt da rein. Was sagt der asiatische Morty? Alles ist geil. Boah! Es ist gerade in Worten nicht zu fassen, Alter. Mhm. Vor allem die Soße ist halt, Alter, die ist krank, Mann. Leute, Digga, ich schwör's dir. Also ich frag mich, wie McDonald's so dumm sein kann und sowas nicht mehr verkauft, Mann. Das ist ja richtig würzig, Mann. Da würde ich mich ja gerne mit der Portal Gun in den Heaven teleportieren. Safe, Alter. Safe. Freunde, in diesem Sinne, danke an Morty aka Taschenrechner aka der kleine Asiate. Ich sag danke, dass du mitgemacht hast. Danke. Naja, was heißt mitgemacht? Er war da. SDQ hat er ja selber gesagt. Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Und Freunde, ich würde sagen, am Sonntag, also in 2 Tagen, startet endlich Season 4. Ich glaube, die meisten von euch sind genauso gehypt wie wir. Ihr wisst jetzt, wie der Snack geht. Ihr habt 2 Tage, um euch zu überlegen und das Sachen einzukaufen und das nachzukochen. Gönnt euch auf jeden Fall hart in diesem Sinne. Ein Gurt. Oh yes. Oh yes. Jetzt wird's schon Abuli. Guacamole. Ja, das ist so dickflüssig, Alter. Noch krasser als Sperma. Okay. Ja, dann Jungs, gönnt euch. Boah. Boah. Hammer.
Ich schwör's, die neue Lieblingsdose. Ich schwör, no joke, man. Morty, shut the fuck up.